Einen wunderschönen guten Abend zusammen in die Runde. Heute zum Webinar Agena Trader Helpdesk, natürlich mit Carsten Berger. Ich bin gespannt, was Sie für Fragen mitgebracht haben und natürlich auch, was Carsten uns zum Agena Trader noch darüber hinaus erzählen kann. Ich würde sagen, Carsten, ich rede nicht lang drum rum. Ich mache noch einmal kurz den Risikohinweis und dann gebe ich dir den Bildschirm und dann kannst du auch direkt starten. Perfekt. So, gut. Zum Risikohinweis, wie immer das gleiche Spiel. Das ganze Webinar dient wie immer nur zu Informations- und Schulungszwecken. Ja, im Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die Sie treffen müssen. Und bitte verstehen Sie, egal was Carsten sagt, das Ganze hier nicht als Handelsempfehlung oder gar als Anlageberatung. Ja, das ist ganz wichtig. Gut. Na, also ich begrüße Sie natürlich auch nochmal im Namen von FX Flat. Mein Name ist Florian Scharschmidt, heute nicht der Nelson. Aber ich denke, das sollte auch kein Problem sein. Für mich auf jeden Fall nicht. Gut. Ich werfe dir einmal den Bildschirm rüber. Okay, machen wir. So. Ich sehe auf jeden Dann Fall. habe ich mal Ah, umgeschaltet. Genau. So ja. ein bisschen. Ja, genau. Super. Genau, Na dann, perfekt. bis später. Viel Spaß. Okay, ihr Lieben. Dann herzlichen schönen guten Abend. Die Sonne scheint hier noch so ein bisschen in mein Büro rein. Das ist ganz angenehm. Und ich freue mich, zum Agena Trader Helpdesk euch heute Abend hier begrüßen zu dürfen, was ich zusammen mit FX Flat jeden Monat einmal mache. Das Webinar lebt eigentlich von euren Eingaben, euren Fragen, euren Hinweisen, euren Wünschen. Sollte da von euch jetzt sehe jetzt nicht so eine Frage auf der Zunge liegen, dann werde ich natürlich ein Thema rausgreifen und das behandeln und das ein bisschen ansprechen. Aber letztendlich ist es natürlich für euch genau die Möglichkeit, einfach mal live, sage ich mal, eine Frage zu stellen. Vielleicht nicht nur an jemanden, der den AT rein als Softwareprogrammierer sieht, sondern für jemanden, der den auch extrem nutzt, so wie ich. Der ein oder andere kennt ja auch meine Perlentaucher-Strategie-Webinare, die ich auch mit FX Flat einmal monatlich habe. Also von daher nutzt diese Chance, ne? So, dann will ich mal hier gucken, ob ich das Ding hier im Starten kriege. Risikohinweis hat der Florian schon mal gemacht. Wunderbar. Da möchte ich auch gar nicht so lange auf meine Person eingehen. Ihr seht ja, was da steht. Derjenige bin ich auch. Vielleicht bin ich jetzt ein Jahr älter geworden. Ich hoffe nicht zu sehr optisch, aber 53 bin ich auf jeden Fall alt und Rangsdorf, wenn sich das fragt, wo das ist, 10 Kilometer südlich Berlin und ich bin gebürtiger Berliner und wohne jetzt hier mittlerweile 12 Jahre, so quasi im Speckgürtel. Was erwartet dich heute persönlich? Na klar, eure Fragen zum Agena Trader und heute als Thema Chart Toolbar. Ist jetzt nicht so der spannende Bereich, weil letztes Mal hatten wir ja Ordering. Also wer sich das angucken möchte, kann sich die Aufzeichnung natürlich bei FX Flat auf dem YouTube-Kanal anschauen. Da geht es darum, alles, was rund ums Ordern zu tun hat. Heute ist es der Chart-Toolbar. Also das ist das, was wir grafisch letztendlich in der Anzeige des Agena-Traders so ein bisschen verändern können und hinzufügen und natürlich nach den eigenen Bedürfnissen anpassen. Gratisangebot, also derjenige, der jetzt zuschaut und noch nicht mit dem Agena Trader zu tun hat oder noch kein Konto bei FX Flat hat, dann kann er sich dieses Gratisangebot zunutze machen, wenn er möchte. Das findet ihr auf meiner Homepage tradercoach.de. Dann geht man auf Leistungen und dann auf Services und dann hat man diese Seite. Und dann kann man, wenn man ein Konto bei FX Flat eröffnet, oder ein Agena Trader Produkt über mich kauft, dann kriegt man jeweils 1 Stunde. Also ihr müsstet beides machen, um 2 Stunden zu bekommen. Ansonsten bekommt ihr eine Coachingstunde live 1:1. Ich mache das über Zoom. Kann mich auf euren Rechner sogar aufschalten, wenn ihr das möchtet. Egal, um was es geht, Agena Trader Fragen um die Technik, um die Anbindung von Konten oder zum Beispiel auch Trading Sachen, die euch auf dem Herzen liegen. Also jeder hat ja ein anderes Niveau und von daher ist das individuell. Solltet ihr den Gedanken haben,
oder die Tat umsetzen, ein Konto eröffnen zu wollen oder den Agena Trader zu kaufen, dann schreibt mich bitte an über meine Homepage. Da müsst ihr draufklicken auf die Buttons. Dann werdet ihr weitergeleitet auf die jeweiligen Seiten von FX Flat zur Kontoeröffnung beziehungsweise zu Agena Trader Seite. Und schreibt mich bitte vorher an. Die E-Mail seht ihr hier eingeblendet, damit ich weiß, dass ihr das gemacht habt und damit ihr auch in eure Stunden kommt. Okay, dann fangen wir auch schon an. Schalten wir mal um, den Agena Trader rüberziehen. Okay, was ihr hier seht, das ist im Moment, steht ja auch oben drauf, Perlentaucherstrategie 1.3 Testversion. Das heißt, ich entwickle mein eigenes Add-on eigentlich immer weiter. Und die Leute, die bei mir in der Gruppe sind, die bekommen dieses Add-on natürlich auch kostenlos dazu, wenn man bei mir das Coaching durchlaufen hat, logischerweise. Und ja, deshalb komme ich auch ich selbst immer wieder mit dem Agena Trader an Grenzen, wo ich sage, gut ausgenutztes Tool, aber die Performance geht in die Knie, woran kann es liegen? Also man muss schon auf einige Dinge achten. Und deshalb würde mich mal vorweg interessieren, und das schreibt doch einfach mal in die Fragen rein, und zwar A, nutzt ihr die Mercury, also schreibt Mercury rein, oder nutzt ihr Andromeda oder vielleicht über die Centurio gibt es noch oder so? Welche Version nutzt ihr denn mal? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Da könnt ihr einfach mal gerne bei den Fragen reinschreiben, damit ich weiß, wer da mit was unterwegs ist. Also ich selbst habe hier die Galaxy, steht da. Die gibt es gar nicht zu erwerben. Das ist schon etwas länger. Ich benutze das Tool ja schon seit ja, fast mit der Entstehung, kann man sagen. Und von daher ist das mit der Andromeda gleichzusetzen. Also die meisten haben Andromeda. Das ist sehr gut, denn wie ihr wisst, hat die Andromeda natürlich den Vorteil, dass man da eine AT++-Funktion hat. Da haben wir auch schon mal ein Webinar darüber gemacht. Das ist die Funktion, die letztendlich, würde mal sagen, so das Tolle an diesem Tool ist, weil das Positionsgröße, Risikogröße errechnet, anpasst nach den Einstellungen, die man gerne vorher getan hat. Und natürlich dann auch ein vollautomatisches Stop nachziehen mit sich bringt. Das kann man alles mit der Mercury, sage ich mal, nicht nutzen. Aber was man jetzt hier sieht, Charts zum Beispiel, was ihr da einstellen könnt und so, das könnt ihr schon nutzen. Also für den Mercury-Bereich ist dann halt interessant, zum Beispiel so eine Liste. So wie hier, Instrumentliste, die wir in Form eines Scanners haben. Und wenn man jetzt Mercury-Version benutzt, dann kann man sich so etwas anzeigen lassen, also ein Indikator, der eine Eigenschaft mit bei hat, die es ermöglicht, die Werte, die Zahlen, sage ich mal, beim RSI einzufärben. Wenn sie zum Beispiel extrem niedrig sind, dann wäre es ein Kaufsignal, könnte man sich das grün einfärben lassen. Währenddessen man natürlich auch sich SMAs oder so anzeigen lassen kann von bestimmten Werten her. Aber was man nicht anzeigen lassen kann, ist zum Beispiel den Analyzer Escort, wo man halt verschiedene Signale, also mehrere Sachen zum Beispiel, zeigt mir Werte an, die im SMA 200 überschritten haben, gleichzeitig, sage ich mal, aber noch unter dem 20er sind. Das sind zwei Signale. Und das könnte ich mir mit der Analyzer Escort Spalte zum Beispiel über den Condition Escort erstellen, dort anzeigen lassen. Und das geht mit der Mercury Version halt nicht. Also von daher ist vielleicht für diejenigen, die eine Mercury haben, auch interessant, was man mit dem Chart so machen kann. Also alles, was man hier sieht, wo meine Maus jetzt rumfährt letztendlich. Der Action Bar ist auch interessant. Das ist für die Mercury Version auch interessant. Andromeda-User brauchen sich darüber keine Gedanken machen und die sind sowieso, sage ich mal, mit der Luxusmaschine unterwegs und von daher geht's mal los. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt die rein. Eine Frage letztens war zum Beispiel, wie kriegst du, das hat mir jetzt jemand geschrieben, ist die Marion gewesen und die hat gefragt, wie kriegst du eigentlich diesen RSI-Indikator oder den Indikator in diesen Action-Bar rein? Action Bar, müsst ihr jetzt ohne Action Film,
Das Wording ist vielleicht ein bisschen unglücklich, aber es heißt so, Action Bar, weil man hier eine Aktion vornimmt und das ist alles, was hier drin ist. Meine Maus fährt oben rum, also alles rechts am Rand vom Chart. Das ist dieser Action Bar, ja, von der Preisskala rechts gesehen. Und hier kann man natürlich reintun, was man möchte. Also hier den SMA 50 habe ich hier drin. Wenn ich darauf klicke, dann seht ihr die blaue Linie, das ist der SMA 50. Geht rein und raus. Der Vorteil ist natürlich, alles, was ich hier im Action Bar habe als Indikatoren, das kann ich mir so quasi anzeigen lassen mit so einem Drüberhovern. Also wenn ich jetzt hier auf den SMA 200 gehe, ohne zu klicken, dann wird es eingeblendet und kann mich kurz orientieren, die Maus wieder runternehmen und das war's. Macht Sinn, sage ich mal, wenn man Indikatoren drin hat, viele zum Beispiel, damit die gar nicht, sage ich mal, permanent eingeblendet sind und dann natürlich sag ich mal, so ein Informationsoverflow fürs Auge erfolgt. Also deswegen ist es gut, wenn man die reinholen kann, die Indikatoren, wenn man sie braucht, oder halt auch wieder rausnimmt. Ja. Mit dem RSI hier unten, das ist das Gleiche. Da ist der Indikator einfach unterhalb des Charts und die kann man natürlich auch permanent da reinlegen. Also wenn ich jetzt ein Instrument wechsle, dann bleibt das natürlich da drin. Aber ich kann den auch rausnehmen mit per Klick, ne, weil ich das einfach im Action Bar drin habe und klicke jetzt hier drauf. Was ist das für ein komischer Chart hier? So, nehmen wir mal die, sieht besser aus. So, nehme ich den RSI raus mit per Klick, dann geht der Chart einfach etwas tiefer, füllt die Lücke auf und der RSI ist nicht mehr zu sehen. Und wenn ich den wieder haben möchte, dann klicke ich den einfach wieder zusammen. Und somit ist das ein gutes Tool. Wie kriege ich den da rein? Ganz kurz. Ich sage immer hier Werkzeugkasten, ne, hier oben aufklicken und dann öffnet sich hier, sag ich mal, die volle Bandbreite des Einkaufsladens, was man da reinpacken kann. Und in dem Fall handelt es sich ja um einen Indikator, dann klicken wir mal da drauf. Und dann sehen wir auch gleich darüber die Indikatoren, die ich da jetzt drin habe. Ein paar sind drin aus meinem Perlentorer-Tool, das Bollinger Band kennen ja die meisten schon, aber hier ist der RSI 14, der Dreier Einstellung, der ist nicht in meinem Paket drin, der interessiert mich eigentlich nicht, nur für die Darstellungszwecke jetzt, dieser Indikator. Und wie bekommt ihr den da rein? Ihr müsst auf Bearbeiten gehen, dann öffnet sich das Feld im Endeffekt Indikatoren und dann habt ihr links unten, wie bei Windows, so eine Pluszeichen, wo ihr dann natürlich ganz einfach aufklicken könnt und dann tut sich da alles auf, was an Indikatoren vorhanden ist. So, wenn ihr wisst, könnt ihr natürlich das hier runterscrollen. Das dauert, das dauert. Ihr könnt aber auch einen Anfangsbuchstaben hier reinklicken einfach und ein R machen. Dann rutscht diese ganze Skala auf R runter. Also einfach hier reinklicken und auf R gehen oder auf Z zum Beispiel. Dann rutscht das da entsprechend runter. Wenn ihr aber wisst, dass ihr den RSI sucht, dann könnt ihr das auch hier oben eingeben. RSI. Und dann zeigt der eigentlich an, alles, was da vorhanden ist, was mit RSI irgendwie zu tun hat. Wenn man den meint hier, dann klickt man den an und hält den fest und zieht ihn quasi per Drag and Drop rüber. Dann habe ich schon den zweiten da drin. Dann könnte ich sagen, nee, jetzt will ich einen haben mit 20 und 5 meinetwegen. So, die Einstellung habe ich gemacht. Ich kann auch einen anderen Namen eingeben, weil der RSI da ist, diesen Button. Dann sage ich einfach, nö, lass mal die Einstellung weg. Gib RMR ein, da weiß ich, ist mein RSI zum Beispiel und gehe auf OK. Und jetzt ist ganz wichtig, habe ich letztes Mal oder irgendwann schon mal gesagt, bitte klickt nicht auf Apply for All, weil dann habt ihr in allen Charts und in allen Tabs mit diesen Charts habt ihr dann genau dieselbe Anordnung. Und wenn ihr das mühsam euch erstellt habt, dann ist das ärgerlich, weil dann sind die anderen Buttons weg. Ja, also lieber auf Apply klicken. Und dann auf OK. Und dann seht ihr, ist hier dieses MR drin. Jetzt habe ich halt einen zweiten RSI drin mit den entsprechenden anderen Einstellungen. Habe auch meine eigene Beschriftung hier drin. Ja, weil wenn jemand sagt, das ist jetzt hier mein Geheimnis, meine Einstellung, dann kann man das einfach anders beschriften. Dann sieht man das gar nicht, was jetzt letztendlich dahinter steckt. So. Also das dazu. Ja, und ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Der Werkzeugkasten mit dem Action Bar. Das könnt ihr für Zeichenwerkzeuge, für alles machen. Schaut euch das einfach mal an.
Werkzeugkasten und dann habt ihr hier verschiedene Sachen. Einfach mal ausprobieren, was ihr euch da reinlegen wollt. Okay, wenn jemand eine Actionbar-Frage noch hat dazu, dann kann er sich die jetzt gerne hier einbringen. Wenn jemand etwas verändern möchte, schnell im Chart zum Beispiel, dann kann man natürlich immer jetzt sagen, ich möchte einen Indikator hier rausnehmen, den MR zum Beispiel, den ich gerade reingebracht habe hier unten. Dann kann ich den natürlich hier wegklicken. Kann ich machen. Ich kann aber sagen, nö, den will ich weghaben, den RSI 14, weil der ist ja vielleicht nicht mehr so beliebt. Also könnte ich jetzt auf hier oben auf das Menü gehen. Das ist nämlich dieser Chart-Toolbar, von dem wir heute mal sprechen. Und könnte da dieses gleiche Indikatorfeld aufrufen, wie über den Actionbar Indikatoren und bearbeiten. Das kann ich machen, dann gehe ich darauf und gehe auf Löschen und dann ist dieser Indikator weg. Der schnellere Weg ist, wenn man einen gezielten Daumen hat, zack, die Maus nehmen, RSI, hier oben die Schrift doppelt anklicken, dann öffnet sich dieses Feld auch. Also man spart sich dann hier darauf, dieses Feld zu gehen. Und wenn man das nicht so häufig macht, also man ändert ja eigentlich nicht häufig die Indikatoren, dann ist es schon nervig, immer die entsprechenden Felder zu finden, wenn man gar nicht mehr weiß, welche man da nehmen soll. Also von daher, man kann das intuitiv mit der Maus anklicken und ihn dann hier per Löschen auch entfernen, übernehmen und okay. Und ihr seht, jetzt ist er weg. Aber wo er nicht weg ist, ist hier im Actionbar. Ja, da kann ich ihn wieder reinmachen, dann ist er wieder drin. Ändert nur die Position, weil jetzt der weg war, dann kommt immer das neue unten ran. Das kann man dann auch wieder verstellen, wenn man möchte, aber letztendlich ist es dann nicht da weg. Und so kann man das auch mit sämtlichen anderen Indikatoren hier oben machen, indem ihr einfach da draufklickt. Ja, ich möchte nicht den EMA 200 mehr drin haben, doppelt draufklicken. Ah, ist markiert, grau unterlegt, löschen, übernehmen. Okay. Wenn ihr etwas macht, was eine längere Veränderung ist, also nehmen wir mal an, wir wollen wieder irgendwas löschen, dann ist es einfacher, die Arbeiten hier zu erledigen und das Feld, wenn ihr einen zweiten Bildschirm habt, einfach ein bisschen zur Seite oder raus in den zweiten Bildschirm zu schieben, damit ihr seht, was ihr macht. Und wenn ihr jetzt sagen wollt, ich möchte hier den Widerstand Unterstützung irgendwie löschen, ein bisschen zusammenstauchen, dann gehe ich hier auf Löschen, übernehmen nur und dann geht das raus, aber das Arbeitsfeld bleibt offen. Also ihr braucht nicht immer auf Übernehmen und OK klicken, weil dann, wenn ihr auf OK klickt, dann ist der Vorgang abgeschlossen, er speichert das auch alles, aber er macht das Indikatorfeld hier zu. Und dann müsstet ihr wieder auf Indikator klicken, könnt also erst hier zu Ende bearbeiten, löschen. Wenn ihr sehen wollt, was macht ihr da eigentlich, übernehmen. Ah, das ändert sich im Chart. Hier links unten ist der RSI rausgegangen. Ich lösche noch was. Übernehmen und okay. Und dieses Übernehmen und okay-Prinzip in den Auswahlfeldern, was wir eben gesehen haben bei den Indikatoren, dieses Prinzip ist immer das gleiche. Also einfach, wenn ihr auf okay klickt, dann schließt sich dieses Feld wieder. Das ist zum Beispiel auch bei dem Condition Escort so, wenn ihr euch Signale erstellt. Da ist es auch ein bisschen nervig. Ja, ich klicke auf Übernehmen. Okay, kann ich hier kurz zeigen. Dann seht ihr, da ist der Condition Escort bei Strategien. So, sieht man, ich habe ein paar mehr Conditions da drin. Und wenn ihr jetzt hier auch wieder auf Übernehmen, okay, ihr verändert etwas, klickt auf Übernehmen. Dann ist es gut, weil ihr könnt das dann gleich auch unten sehen in der Anzeige in den Signalen. Und das macht es dann schon spannend, weil das Tool dann halt mal relativ schnell das aktualisiert. Und wenn ihr auf OK klickt, dann ist der Vorgang beendet und das Tool speichert alles so ab. Und damit ist der Vorgang beendet. So, Chart Toolbar. Das Ding hier oben. Bei manchen würde man sagen, Mensch, da fehlen noch einige Sachen. Also ich bin immer ein Freund des Aufräumens und deshalb kann man hier oben mit so einem kleinen Haken, der da oben ist im Chart, dieser Chart-Toolbar ist in jedem Chart, ja, oben. Egal, wenn ihr mit der Maus reinfahrt, dann ist der drin. Seid ihr mit der Maus draußen, ist er weg. Reinfahren, dann kommt er. So, und dann könnt ihr hier hinten mal aufräumen. Euer wird wahrscheinlich so lang sein. Und wenn ihr einen Laptop habt mit einer kleineren Auflösung, dann ist es jedenfalls so,
dass er viele von diesen Sachen verschluckt, werdet ihr vielleicht auch schon festgestellt haben. Und für mich ist es ein bisschen nervig, dann zu sagen, dann muss ich nach hinten fahren und muss dann diesen Button da irgendwie rausholen, um da was zu machen. Also aufräumen, jetzt einer sagt, klickt auf dieses kleine Feld mal, dann öffnet sich dieses Untermenü. Ich bin sowieso eher ein Freund von Menüs. Also wenn ihr Buttons benutzt habt bis jetzt immer, dann bleibt dabei, benutzt weiter Buttons, ist super. Ich bin eher ein Typ, der ist beim AT aufgewachsen mit Menüs. Und ich nutze wahrscheinlich immer das Gleiche, die rechte Maustaste und dann Menüs, die sich öffnen im Scanner oder woanders oder im Chart sogar. Also dann klickt ihr auf Add Remove und Commands oder geht mit der Maus einfach drüber und dann seht ihr hier alle Dinge, die hier angehakt sind, die sind im Moment auch links oben im Chart eingebildet, eingeblendet. Eingebildet sind sie nicht, eingeblendet. Und die ich benötige oder die ich häufiger anklicke, die sind auf jeden Fall aktiviert. Alles andere, was ich nicht brauche, kann ich eigentlich rausschmeißen. Also Chartvorlagen nutze ich nicht, weil ich nutze sie über das Menü. Chartnetz, ja, ist nett, brauche ich aber nicht. Preismarkierung ein, wenn man das eingestellt hat mal, dann braucht man das ja nicht. Trade-Visualisierung, wenn ich das eingestellt habe, brauche ich es im Endeffekt auch nicht. Also alles im Endeffekt schick machen, was man jetzt nicht braucht. Oder Stream Trading Pad brauche ich auch nicht. Und das wird oben immer, just in time, immer kleiner. Ihr seht das. Chartvorlage vielleicht auch nicht. Den Zeiger zu verändern, das brauche ich auch nicht. So, und nun sehen wir, sind die Buttons schon recht zusammengestaucht in diesem Chart-Toolbar. Und ich habe vielleicht mehr Platz für die, die ich wirklich brauche im Chart. Ja, das ist schon eine gute Sache. So, was können denn diese Dinger überhaupt? Und mal eine Frage in die Runde. Habt ihr schon euer persönliches finales, also das, was euch am mega gut gefällt, Chart-Layout gefunden? Das ist mal die Frage in die Runde. Da braucht man ein bisschen Ja schreiben oder Nein, das interessiert mich. Oder seid ihr noch am Werkeln? Josef sagt Nein. Okay, ja, bin ich mal gespannt, wer das schon hat. Das liegt ja oft daran, dass man es vielleicht nicht gefunden hat, fange erst an. Ja, Josef, das ist super, jeder fängt mal an. Es kann ja zwei Ursachen haben. Also zum einen kann es sein, dass jemand keine Strategie hat. Dann ist es natürlich auch schwer, sein Chartbild zu finden, weil man sollte ja das einblenden in Chart, was man auch in der Strategie nutzt. Also bei mir ist das Bollinger-Band mit bei. Und deshalb ist es bei mir im Chart, weil es auch in den Conditions, in den Signalen benutzt wird. Und die zweite Variante ist ja dann, jemand hat eine Strategie, weiß aber nicht, wie man sie da reinkriegt. Und was ich heute abholen kann dabei, ist auf jeden Fall, dass ich zeigen kann, wie man die da reinbekommt und wie man das, sage ich mal, in der Hinsicht weiß, was es da eigentlich alles gibt, wenn man darauf klickt. Die Verlockung ist ja immer groß, alle Tools oder alle Buttons mal anzuklicken. Das sollte man am Anfang machen und sich so einen Testarbeitsplatz mal machen, um alles zu erkunden. Aber irgendwann muss man das ausblenden, was man wirklich nicht braucht und sich fokussieren auf das, was man braucht. So. Das, was hier vorne im Endeffekt gleich am Anfang ist, das ist hier so eine Punktreihe, da müsste man normalerweise rauftippen können. Ja. Man sieht, die Maus ändert sich ein bisschen, dann kann man das Ding wohl wegschieben. Bei mir klappt das nicht immer, wahrscheinlich wegen nicht so einer tollen Maus. Naja, auch egal. So, daneben ist aber ein Klack, das ist hier dieses Symbol, sage ich mal. Und wenn man darauf klickt, dann öffnet sich der Instrument-Escort. Was ist der Sinn der Sache, dass man jetzt im Endeffekt mehrere Funktionen auf einmal hat? Also wenn ich darauf klicke, dann sehe ich ja hier auf einem anderen Detailmodus hier auf der rechten Seite das, was diese
Tencor Corporation Aktie mit dem Symbol klagt letztendlich alles für Daten so hinterlegt hat. Also jedes Instrument, jede Aktie, CFD, hat da so gewisse Dinge, die halt wichtig sind. Bei den Aktien, wisst ihr sicherlich alle, gibt es immer eine ISIN, damit man die auch wirklich ja, einmalig zuordnen kann. Und die steht halt da drin, dann das Symbol, dann der Name, die Tick-Size, die Tickgröße, also was, wie tickt die? Die ist natürlich im Cent-Bereich, das ist die Tickgröße. Welche Börse ist das? Welche Währung? Sind da Sicherheitsleistungen zu hinterlegen? Dann der große Vorteil der amerikanischen Aktien im Margina Trader ist, dass die schon einen Hauptsektor und eine Sparte haben, die zugeordnet ist. Das würde ich mir sehr, sehr, sehr gerne auch für den deutschen Markt wünschen. Geht aber erst, wenn man zum Beispiel bei Interactive Brokers oder bei FX Flat, bei der TWS letztendlich, eine Order rausschickt und dann kommt von der TWS zurück, welche Branche es ist, auch für deutsche Werte. Aber man muss eine Order rausschicken. Sonst bleibt dieses Feld in dem Sinne halt leer. Dann kann man hier einen Kommentar hinzufügen. Das ist ja auch dann immer schön, wenn man halt, sag ich mal, einen Index hat oder den man halt öfter benutzt und den halt irgendwie umbenennt mittels Kommentarfunktion in der Skala. Man kann ja auch einen Kommentar letztendlich hier in den Screener einfügen. Dann hätte man noch einen Zusatznamen. Wenn einem manchmal der Name der Aktie oder so nicht zusagt, dann kann man mit der Kommentarfunktion da seinen eigenen Namen reinschreiben und den dann hier zufügen als Kommentar und dann sieht man das, was man da reingeschrieben hat und das bleibt immer in der Aktie drin, solange bis man den Kommentar wieder löscht, ja, auch wenn man die momentan nicht im Screener oder so sieht. So, und was auch ganz wichtig ist, der Argina Trader ist quasi auch Dolmetscher. Und hier unten sehen wir alle verschiedenen Bezeichnungen für die Tencor-Aktie, was es da für Möglichkeiten gibt. Also ihr seht hier zum Beispiel Argina Trader Tick, Teletrader, Yahoo gibt es ja noch nicht mehr. Für einen Argina Trader Google gibt es auch nicht mehr, also Restbestände. Paypan, Interactive Brokers, also TWS-Anbindung, XTIC, End of Day. Welche Möglichkeit der Bezeichnung die haben? Ne? Also das ist schon ein Unterschied, ob ich hier eine Zahl habe. Das heißt, wenn ich Datenfeed von Teletrader nehme, dann habe ich hier in dem Fall eine Nummer, die diese Aktie genau universell nur für dieses Produkt zuordnet, damit der Argina Trader weiß, ha, das ist gemeint. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob ich die Daten von Teletrader zum Beispiel bekomme oder Taipan und dann an einen Broker weiterleite. Und da muss der Broker ja mit der Zahl, könnte er ja nichts anfangen, aber der Argina Trader weiß, zum Broker schickst du dieses Symbol und nicht die Zahl. Das ist halt wichtig, das ist das sogenannte Mapping bei Margina Trader. Das heißt, was am Anfang stattfindet, wenn ihr den Broker anbindet oder wenn ihr zum Beispiel einen Datenfeed anbindet, dann lädt er zum Anfang genau diese Daten runter. Es dauert ein bisschen, speichert die ab, damit da keine Vertauschungen stattfinden. Und das ist zum Beispiel mal eine schöne Sache. Hier oben sind noch Handelszeiten zum Beispiel mit bei. Also wann fängt die Börse letztendlich an und wann hört sie im Endeffekt auf? Ja, vorher schon erwarteter Start 5,5 Stunden vorher. Meinetwegen wartet der Schluss 5 Stunden später und die Hauptzeit ist die hier, die Handelszeit. Ne? Nur wenn da die richtige Zeit drin steht, dann habt ihr auch entsprechend überhaupt Anzeige von Kursdaten. Was man noch hat daneben ist Instrumentlisten, ja, das mal kurz angerissen, weil das hat ja mit dem Chart nicht so viel zu tun, aber ich könnte mir jetzt natürlich hier auch ein anderes Instrument einfach in den Chart hineinladen und sagen, schau mir mal schnell die Apple an. Ja. Dann nehme ich hier Apple raus, da oben markiere ich sie und gehe unten auf Auswahl. Ist in der Regel ja nicht nötig, weil ich habe ja eine Liste hier an der Seite. Und jetzt habe ich einfach das Problem, dass meine Liste hier auf Klack steht, aber ich sehe eine Apple. Kann ich auch wieder ändern, indem ich wieder raufklicke, dann geht das auch wieder zurück. Also nur eine schnelle Intervention, wenn einer mal fragt, ey, kannst du mir nicht mal den Kurs von der Aktie sagen oder wie die aussieht, dann draufklicken, hier oben den Namen eingeben,
Wenn man die ISIN auswendig kann, dann kann man das auch machen oder das Symbol auswendig eingeben, auf Auswahl klicken und dann ändert sich hier der angezeigte Wert. Nutze ich fast gar nicht, weil ich habe immer Listen. Ich finde das irgendwie übersichtlicher. Daneben kommt so eine Tagesanzeige. Und wenn man darauf klickt, hier hat man so ein Auswahlfeld, hier mal raufklicken, dann sind hier so ab Werk die eingestellten verschiedenen Zeitebenen. Da kann man auch welche hinzufügen und sagen, ja, zeig mir mal jetzt hier 7 Minuten an und 3 Minuten. Da ist ja alles offen. Ich benutze auch nur die Standards und für meine Strategie gibt es eigentlich nur Tag, Woche und Stunde, ja, und auch mal die 5 Minuten und Intraday auch mal eher selten die Minute. Das kann man aber auch verändern, indem man hier auf Custom Parameter geht. Und dann kann ich für diesen Chart, den ich jetzt sehe, auch andere Sachen einstellen. Ihr seht hier oben ist die Aktie, die lassen wir jetzt mal so, das ist ja auch die. Ich könnte, wenn ich hier raufklicke, natürlich mir auch wieder Feld wieder eine Apple eingeben. Ja. So, dann gucke ich mir die Periode an, die da eigentlich offen ist. Und dann sieht man, da habe ich ja wesentlich mehr Auswahl. Da gibt es die Ticks, Sekunden, Minuten, Stunden, Monate, Quartale, haben wir auch schon drin, Jahre. Dann gibt es Volumen, Ranges, Reversal Bars. Das habe ich auch noch nie gesehen, Reversal Bars. Okay, Heiken, Ashi, Renko, Three Line Break, Kagi und Point and Figure. Also alles verschiedene Chartarten. Auch mal lustig, da mal seinen Chart, den man vielleicht auch von einer Aktie hat, ein Portfolio mal anders zu betrachten. Vielleicht kriegt man da neue Ideen. Ja. So, und dann könnt ihr einfach auswählen, okay, ich sage, ich möchte jetzt Wochen sehen zum Beispiel und dann könnt ihr auch sagen, ja, was für ein Rhythmus. Eine Periode oder 2 Wochen im Intervall und wie viele Kerzen. Und diese zum Beispiel sind die angezeigten Kerzen im Chart. Das heißt, alles, was ihr hier seht, wenn ihr darauf klickt, sind jetzt 1000 Tageskerzen. Das sind ja, naja, so 4 Jahre, glaube ich, retrograd im Tageschart. Das kann man auch erweitern, aber ich gebe zu bedenken, wenn man jetzt hier 10.000 eingibt und hat einen voluminösen Scanner oder Screener, dann kann das auch mal zu Performance-Problemen führen und deshalb da ein bisschen vorsichtig sein. Ich sag mir mal, ich mache das rein ein bisschen mehr, als ich brauche und 4 Jahre, mich interessiert ja auch nicht die letzten 4 Jahre, weil da kann ich ja nichts mehr dran ändern, sondern hier vorne spielt ja die Musik und was da hinten ist, ist okay. Interessiert mich aber meistens nur die letzten 6 Monate, weil hier erkenne ich ja, ob was passiert und ob da hinten 1989, sage ich mal, noch irgendwas passiert ist mit der Aktie, das ist ja nicht mehr so relevant. Aber man kann es einstellen. Ne? Man kann aber auch sagen, ich nehme Zeitabstand. Ja, wenn das jemand möchte, genau den und den Zeitabstand immer zu haben, dann kann er hier auch ein Datum eingeben, Startdatum. Ne? Ich mache hier ab 21. meinetwegen maximale geladene Bars. Da kann man, da steht 1, 2, 10.000. Ja. Dann einfach mal die Zahl reduzieren zum Beispiel, geht gar nicht. Reduzieren, okay, maximal geladene Bars. Dann mache ich jetzt mal meinetwegen 1000 rein. Ne? Also man kann hier alles anpassen. Dann haben wir hier unten Vorlagen. So, das ist ja auch ein Thema, ich glaube, habe ich auch schon angesprochen. Ganz wichtiges Thema für einen Agina Trader. Also wer jetzt eingeschlafen ist, bitte wieder aufwachen. Vorlagen sind das Herzstück des Agina Traders, weil es bedingt eine Sache. Wer eine Vorlage hat, muss vorher etwas gespeichert haben. Wer vorher etwas gespeichert hat, kann definitiv ruhiger schlafen, weil das gespeichert ist. Das ist wie mit einem Backup, wie mit Windows oder sonst was, was ihr habt, geschrieben habt, Dokumente, berufliche Dokumente, speichern. Ja? Und so, seht ihr schon mal, sag ich mal, wenn ich hier raufklicke, dass es ein paar mehr Vorlagen sind bei mir. Das sind die mit PT, sind alle vom Perlentaucher-Tool, die damit drin sind. Es gibt auch noch andere von AT, die ja ab Werk mit bei sind. Sicherlich habt ihr hoffentlich auch eigene Vorlagen. In dem Fall sind es Chartvorlagen. Also wer schon gut gearbeitet hat, am Anfang wird das natürlich nicht sein. Wer neu anfängt, der hat dann noch keine eigene Chartvorlage gespeichert, sondern die Default-Einstellung, also ab Werk geliefert, kann man sagen. Und
Von daher kann man dann relativ schnell hin und her switchen. Mal sagen, ich schaue mir schnell mal die Vorlage an oder die. So. Und das ist dann zu nutzen, wenn ihr dann etwas erstellt habt. So, wann erstellt man denn letztendlich eine Vorlage? Das kurz mal mit einzubringen, damit ihr das mitnehmt. Wenn ihr sagt, das wäre es jetzt, Bollinger Band, Action Bar, ne? Alles, was hier drin ist, wird gespeichert. Alles, was an Aussehen da drin ist, wo meine Maus lang geht, nämlich nur für einen Chart, ist eine Chartvorlage. So. Ich selbst nutze, habe ich ja gesagt, immer gerne das Menü. Wenn ihr eine Chartvorlage speichern wollt, klickt ihr einfach mit rechts in den Chart. Einstellungen. Und dann müsst ihr ganz nach unten fahren mit dem Aufzug. Chartvorlage. Ja. Wer so ein Symbol mag, der kann sich auch so ein Geodreieck da merken, was ihr denn da oben findet in der Leiste. Wie gesagt, ich finde es, ich kenne es auswendig, das Menü mittlerweile, glaube ich. Und von daher nutze ich lieber das. Also hier auf Chartvorlage gehen und dann entweder, wenn ihr die habt, wie bei Windows, einfach überschreiben mit Speichern oder eine neue. Da sieht man, wie viele da sind. So, speichern unter und dann müsst ihr mit dem Fahrstuhl wieder ganz nach oben fahren und auf Select gehen und dann gebt ihr da einfach einen Namen ein. Und damit ist dann diese Vorlage, alles, was ihr da seht, mit dem Action Bar, mit dem Chart gespeichert. Und dann könnt ihr durchatmen. Also bevor ihr etwas ändert, solltet ihr vorher das speichern, damit ihr einfach nochmal das habt, was ihr gemacht habt. Und mit der Chartvorlage kann ich euch sagen, fängt man immer an. Ja, also der ganze Aufbau meines Tools fing mit der Erstellung einer Chartvorlage an. Ich glaube, so wie das Ding jetzt aussieht, mit dem Bollinger Band, das glaube ich, war das Erste, dass ich die Kerzen auf Schwarz-Weiß gestellt habe und da meine Augen nicht so eine Lust auf dunklen Hintergrund haben, jedenfalls nicht im Agina-Trader, weil da die Kontraste nicht so toll sind und auch keine Lust auf einen weißen Hintergrund, weil es blendet mich ja, wenn ich da einen Tag drauf gucke, dann ist ja nicht so gut für die Augen, habe ich das in einen leichten Graumodus gebracht und weiß-schwarze Kerzen als Hintergrundfarbe genommen letztendlich. Also speichert das bitte ab. Und dann könnt ihr das, wie vorher schon erwähnt, immer wieder als Vorlage aufrufen. Ja, der gleiche Weg ist dann auch wieder Rechtsklick, Einstellungen, Chartvorlage, Lade. Ja, und dann kann man da das ganze Universum der Vorlagen nutzen. Ja, kann euch dann nichts mehr passieren. Selbst wenn mal was flöten geht, sage ich mal, so ein Tab hier oben, so eine Liste oder so, dann könnt ihr halt, sage ich mal, relativ schnell das wiederherstellen. Und weil die Chartvorlagen sind extern im User-Verzeichnis hinterlegt und die kann man natürlich auch wunderbar ja, dann wieder hervorholen und zur Wiederherstellung des eigenen Arbeitsplatzes nutzen. Das macht auf jeden Fall eine Menge Freude. Okay, dann haben wir noch ein nächstes Zeichen. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ja, zweite Datenserie hinzufügen. Wenn man darauf klickt, dann nehme ich mal jetzt eine Apple. Ja, den Namen wollten wir noch nicht schreiben. AAPL. So, das da oben. Ne, Incorporated heißt letztendlich hier oben, das ist die amerikanische Aktie. Alles, was da drunter ist, ist ein anderer Handelsplatz. So, und ihr seht, was hat sich geändert? Es wurde ein Linienchart hinzugefügt in den Arena Trader. So, und damit wird die Performance verglichen, weil am rechts hat sich hier die Skala von dem normalen Wert verändert in eine Prozentzahl. Und so sieht man halt ungefähr, was besser performt. Ich selbst mag diese Anzeige nicht so. Ich habe das bei mir anders gelöst, um Outperformer miteinander zu vergleichen. Ja, das ist also dieses Tool. So, wenn man das wieder weghaben will, dann ist hier so eine Zeichnung, einmal ja angehakt, das X anhaken, dann verschwindet diese Datenserie auch wieder. Daneben, auch ganz nett, ich habe jetzt hier die Candles zum Beispiel, die normalen Candles drin. Wer jetzt sagt, nö, ich will mal umschalten auf den Linienchart, der ist genau mit diesem Feld sehr gut beraten. Mal hier, das sieht nicht so toll aus jetzt mit Schwarz-Weiß, da ist der einfach zu schmal, den normalen Barchart. Aber man kann auch ein Equivolume nehmen. Man sieht, ich habe nicht alles auf Schwarz-Weiß eingefärbt. Da hängen auch die
alten Dinge von früher drin, die Farben. Ne? Ja, Grün-Rot sieht auch nicht schlecht aus, aber ich mag es halt ein bisschen entspannter. Ekin-Ashi, ja, auch nett. Und so weiter und so fort. Oder Stream kann man auch reinmachen. Hat aber jetzt keine Auswirkungen in dem Fall, aber man kann das hier auch sich anzeigen lassen. Nächster Bar oder nächster Button besser gesagt, Zeichenwerkzeuge. Kann ich, da kommt eine Frage rein von Josef, kann ich beim Preisteil den Point and Figure auch aufscheinen lassen? Nee, da nicht. Schauen wir nochmal. Nee, ist nicht mit drin, weil das eine ganz andere Herleitung ist. Wenn du Point and Figure haben willst, musst du auf da klicken, Custom Parameter und dann suchst du hier Point and Figure. Wobei ich jetzt, da bin ich jetzt nicht so der, der sich da auskennt. Da ist ja mal Preisbewegungen drin, Points und so. Ich würde dann mal ATR nehmen, weil ja verschiedene, also die schalten ja immer um von Kreisen auf X. Tic-Tac-Toe spielmäßig, wenn die gewisse Preisrange überschritten wurde. Ja, also ähnlich wie beim Renko-Chart. Ja, und deshalb muss man das einstellen und da eine Apple eine andere Wertigkeit hat, zum Beispiel als eine ThyssenKrupp, wäre ein fester Wert doof. Deswegen kann man sagen, okay, ATR und dann nimmt man hier vielleicht eine 0,5 oder so und klickt mal auf okay. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ja, hat man Point and Figure. Ja. Geht auch. Ja. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Da bin ich nicht der Spezialist. Da kennst du dich vielleicht besser aus, Josef. Aber so geht das. Mal gucken, wie man wieder zurückkommt. Jetzt sind hier die Zeichenwerkzeuge deaktiviert, weil man da in einer ganz anderen Sparte drin ist. Man muss dann tatsächlich wieder zurückgehen. One day. Und dann bin ich wieder im Tagesschart. Also so funktioniert das. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Im Action Bar kannst du den gar nicht schnell anzeigen lassen, weil das ist die gleiche Schaltfläche wie die hier. Das sind die Chart Price Styles. Und wenn ich jetzt in Action Bar gehe, dann habe ich hier unten Preis Stil. Und mal schauen, vielleicht hast du ja auch recht, sieht man das. Und du siehst, hier ist kein Preisschat dabei, kein Point and Figure dabei. Also das geht leider nicht. Das kannst du nur machen, indem du dann wirklich diese Preisanzeige, Chartanzeige fest drin lässt. Also als wenn du zwei Charts übereinander legst oder so, hast du den unteren als Point und Figure vielleicht. Das würde ich dir empfehlen. Also einen zweiten Chart einfach hinzufügen. Zeichenwerkzeuge. Na, alles, was Malefiz-mäßig hier unterwegs ist, kann man hier malen. Einfach mal durchscreen von Textobjekten, Chartmarkierung. Das, was glaube ich mit am wichtigsten ist und schön ist, ist dieser Distanzmesser, wo man halt sagen kann, was ist denn das hier eigentlich für eine Bewegung gewesen? Okay, 41%, 78 Punkte, 25 Bars, da habe ich eine Messlatte für die Dauer dieser Bewegung zum Beispiel und welcher Preis die ganze Sache letztendlich gewesen ist. Ja, macht letztendlich auch Spaß. Dann kann ich hier Objekt löschen oder alle Objekte entfernen. Wenn ich das klicke, dann sind die alle weg. Das ist auch schön, wenn man da zu viel gemalt hat. Was spannend ist, globale Zeichenobjekte. Das ist zum Beispiel gut, wenn ich hier etwas zeichne im Tagesschart, dann wird das auch angezeigt. Du siehst, ich habe den jetzt maximiert und minimiert. Hier oben ist ein Quadrat im Actionbar. Da kann ich jeden Chart vergrößern. Habe ich vergrößert den Chart. Jetzt klicke ich da oben auf dieses Quadrat. Ich habe noch dahinter Charts liegen. Und zwar habe ich hier einen Stundenchart und einen Wochenchart meinetwegen drin. Und wenn ich jetzt hier reinmale, muss mal gucken, ob es funktioniert. Zack, dann habe ich eine rote Linie auch im Wochenchart drin. Die sehe ich natürlich hier nicht, weil der Preis da oben bei 238 liegt und da bin ich, müsste weiter unten sein, wenn sie überhaupt angezeigt wird, wenn es aktiviert ist. In dem Fall wahrscheinlich nicht von der Zeitebene, weil ich bin da am 11. Januar und hier wird es nicht bis zum 11. Januar gehen. Aber generell, wie man sieht, ist das natürlich hier drin auch umgekehrt.
umsetzbar. Grüne Linie in der Woche, grüne Linie im Tagesschart. Finde ich ganz gut. Besonders wenn man sich jetzt Bereiche mal zum Visualisieren irgendwie highlighten mag. Also wenn ich zum Beispiel sage, boah, geiler Aufwärtstrend, kommt runter in die Korrektur, markiere ich mir mal hier die Situation hier unten. So, jetzt habe ich da ein Quadrat und dann sehe ich das im Tag auch wieder und kann sehen, wie sich das im Tag verhält. Ja? Kann ich in Wochen sehe ich einfach nur, wie es durchzieht. Im Tag kann ich sagen, unser Perlentaucher-Tool würde wahrscheinlich anschlagen hier unten. Und über diesem Hoch wäre letztendlich ein Signal erfolgt. Diese Kerze wäre eine Signalkerze gewesen. So. Und so kann man sich das letztendlich mit diesen Zeichnungen visualisieren. Die kann man natürlich auch, diese Zeichnungen, wieder in den Actionbar machen. Gleiche Reihenfolge, bloß dann auswählen, zeige ich nochmal. Ja. Werkzeugkasten anklicken und dann hier bei Zeichnungen. Und dann kann man da, muss man ein bisschen Englisch können, eigentlich alles hinzufügen und dann auch noch anpassen nach den eigenen Bedürfnissen. Dann kommt dieser Indikator-Button, das ist nichts Neues, den habt ihr schon gesehen. Da kann ich Indikatoren auswählen, wie gesagt, kumulative Indizes, wer das braucht. Premium-Indikatoren, also alles die Add-ons, die man selbst erworben hat, sonst kriegt man die nicht. Conditions, verschiedene, die man hat, kann man hier einfügen und und. Nächster Bar, was ist das denn eigentlich? Strategien. Magina Trader Plus Plus, für Leute, die zum Beispiel programmierte Strategien haben, würden dann alle laufenden Strategien da drin sein. Also wenn ich jetzt im 5-Minuten-Chart unterwegs wäre und hätte zwei Strategien laufen, dann würde hier für dieses Tool, wenn da jetzt diese Aktie zum Beispiel, wenn da eine Strategie laufen würde, würde das jetzt angezeigt. Und wenn zwei verschiedene Strategien laufen, dann muss ich mich natürlich entscheiden, um vielleicht irgendwann eine zuzumachen, damit die halt nicht immer weiterläuft zum Beispiel. Also das kann ich mir anzeigen lassen, benutze ich eigentlich nie. Dann hier für Optionshänder kann man hier was anzeigen lassen. Ich drücke da mal auf. Keine verfügbaren Optionen für diesen Basiswert. Ich habe sowieso keine Daten. Selbst bin kein Optionshändler. Ich handle lieber einfach. Das sind Aktien. Das ist einfach zu verstehen, einfach zu skalieren. Ne? Also ein Future zum Beispiel kann man nicht so einfach skalieren. Der hat einen Punktwert. Und eine Aktie hat auch letztendlich einen Wert, aber den kann man halt, sage ich mal, durch die Stückzahl nach endlich teilen. Das ist beim Future ein bisschen schwierig. Ganz wichtiges Zeichen hier, ich sage mal die Sonne, ja, so ein Explosionsfeld, das ist die Agina Trader Plus Plus Aktivierungs Button. Ja, mit so einem Dropdown, da seht ihr halt, okay, wie viele Setup Escort, tut mir leid, ich muss es leider so sagen, so heißt es. Setup Escort Sessions, Sitzungen habt ihr. Ich habe nur Standard. Ja, man könnte aber auch sagen, für kurzfristiges Trading mache ich mir einen eigenen Setup. Ich halte es einfach, ich habe nur eine. Deshalb die Standard. Und dann kann man dort im Endeffekt die Signale aktivieren, die dann in dieser Session angezeigt werden sollen. Wenn man also einen sehr komplexen Ansatz hat, kann man da noch verschiedene andere Sessions machen. Und dann kann ich diese Strategie einschalten, die halt dann sagt, welchen Stop nimmst du zum Beispiel und so weiter, welches Signal zum Anzeigen soll dabei sein. Das ist dieses Feld. Wenn man zum Beispiel, zeige ich mal, verbinde mal schnell zum SIM-Konto. So, SIM-Konto ist verbunden. Worin kann man es sehen, welchen Konto dran ist? Hier unten links, ne? Das ist Datenfeed. Die Zahl sagt immer, wie viele Instrumente da bestückt sind, letztendlich mit Daten. Und hier ist dann das Konto oder umgekehrt. Ne? Also ein FX Flat dran steht, zum Beispiel CFD-Konto. Oder ihr habt über FX Flat ein Konto eröffnet bei Interactive Brokers. Dann könnt ihr natürlich da auch erkennen, ob ihr verbunden seid. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Strategie startet, Rechtsklick, so mache ich das zum Beispiel, AT++ Kauf und sagt, kauf mir die Aktie, Stop. Dann sagt er mir,
Zum Beispiel, weil ich das mal eingestellt habe, Sie haben die Trade Bars deaktiviert. Okay. Muss jetzt wissen, wo habe ich jetzt meine Trade Bars, wo kann ich die wieder anzeigen lassen? Also wenn diese Meldung kommt, dann seid ihr hier oben bei diesem Feld richtig. Trade Visualisierung. Trade Bars anzeigen. Und jetzt müsste ich das auch sehen können. Also AT++ Kauf, Stop und schwupps, da sind sie. Na, hier sind die Trade Bars, die waren vorher nicht möglich, weil ich die ausgeschaltet hatte. In meinem Tool ist halt so, nicht in jedem Bereich will ich ja eine Order absetzen, im Screener zum Beispiel nicht, sondern da ist eine klare Struktur dahinter. So, jetzt wird hier Summe X oder so ausgerechnet, was da eingestellt wurde. Und wenn ihr jetzt habt ihr eine Strategie, wenn ihr was kaufen wollt, wunderbar, und dann habt ihr halt einen Stop oder nicht, je nachdem, was ihr eingestellt habt. So, und wenn ihr jetzt aber sagt, nö, ich will eigentlich gar nicht die Strategie haben, sondern ich will einfach manuell handeln, ohne dass da ein Algorithmus hinter liegt. Dann klicke ich das wieder weg, weil das ist die Einstiegsorder weg. Und wenn ich dann auf manuell gehe, Kauf, da ist keine Positionsgrößenberechnung zu bei. Das ist ja zum Beispiel bei den Mercury-Leuten so, dass sie das benutzen. Dann kann ich ja sagen, Stop. So. Und jetzt springt beim Andromeda-Version immer wieder diese Strategie im Hintergrund mit rein. Und das heißt, wenn man das nicht möchte, sondern manuell ordern möchte, und man hatte das sag ich mal, vorher angeschaltet, dann sieht man ja hier im Plus-Plus-Bereich hier unten, diese beiden Pluszeichen zeigen, dass da so eine Strategie läuft. Und hier oben ist dieses Feld dunkelgrau unterlegt oder je nach einer anderen Farbe. Und dann müsst ihr darauf klicken und für diesen Chart zum Beispiel ausschalten. Und jetzt müsste man Kauf, Stop, ja, jetzt kann ich eine manuelle Order eingeben. Ihr seht, da ist keine Positionsgrößenberechnung bei. Das können halt Leute benutzen, die Mercury zum Beispiel haben. Da musst ihr natürlich alles selbst erstellen. Das war das Thema Ordering von der letzten Woche. Wie man das erstellen kann, zum Beispiel, wie man Orders verbindet. Das solltet ihr euch in dem Fall, wenn ihr nicht die Andromeda-Version habt, auf jeden Fall mal anschauen. Also wichtig, wenn man das nicht hinbekommt für die Andromeda-User, wenn da immer wieder die Strategie aufpoppt, schaltet dann den AT aus. Was haben wir noch? Ich glaube, das sind die letzten beiden Zeichen, bevor wir nächstes Mal weitermachen. Plus, ja, dann ist klar, die Lupe, da vergrößert man den Chart. Und Minus ist auch schön. Letztendlich hat man die gleiche Funktion, aber auch, indem ich mit dem Mausrad drehe. Ne? Glaube ich, das ist fast das Gleiche. Ja. Oh, ist das Gleiche. Ne? Also mittlere Mausrad, wenn ihr habt, dann geht das viel schneller, dynamischer. Das Zeichen, der Pfeil, heißt letztendlich, zeig mir mal das an, was du an Historie komplett geladen hast. Ich habe jetzt so 500 Kurse eingegeben, ja, glaube ich. Ich glaube, die Akte gab es noch gar nicht. Und dann kann man halt alles sehen. Wenn man dann nochmal aufklickt, was passiert denn? Nix. Ja, wenn man wieder zurück will, dann muss man einfach wieder ein bisschen den Daumen bedienen, ein bisschen scrollen. Ja? Oder hier auf Plus gehen. Das Zeichen, das können wir auch noch mitnehmen. Ist auch nicht so schlimm. Pfeil verändern. Wenn also jemand ein globales Kreuz haben will, dann heißt es im Endeffekt nichts anderes, dass man hier oben mit der Maus reingeht. Und das, was ich hier oben sehe, sieht man auch hier unten. Also in der Woche zum Beispiel. Ich bin jetzt in der Woche unten. Guckt mal auf den Tag, dann seht ihr genau, wo ich bin. Hier ist der Umkehrstab in der Woche, das hoch. Und das ist die Situation rechts oben, die diesen Wochenumkehrstab in der Tagesschau darstellt. Finde ich eine tolle Sache. Dann kann man das immer relativ gut visualisieren. So, was haben wir hier noch? Das. Dieses grüne Zeichen bedeutet im Endeffekt nichts anderes. Solltet ihr eure Trades teilen, dann wird bei diesem Feld letztendlich, mal schnell einen Trade aufsetzen. Kauf, Markt 100. So, wenn ihr jetzt jemand sagen wollt, guck mal, ich habe jetzt die Aktie gekauft und ihr wollt nicht, dass er sieht, wie viel Positionsgröße ihr habt, also die Stückzahl hier zum Beispiel, das mal so, dann sieht man es besser, also 100 Stück und das auch nicht. Und ihr wollt das verdecken, dann klickt ihr einfach auf dieses grüne Fett und dann wird hier die Raute reingeführt, wie beim Excel quasi, kann man sagen. Und dann könnt ihr euren Screenshot machen, dann sieht das keiner. So.
nett, weil es ist ja eher so ein interaktives Tool, mit dem man auch seine Trades und so weiter teilen kann. So, dann wäre ich jetzt erstmal soweit durch. Nächste Mal geht es dann an diesen Bar hier hinten weiter. Den Thread können wir wieder zumachen. Na, wie schließt man den? Einfach auf ein X klicken, dann ist er wieder weg. So, dann sind wir soweit durch. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, logischerweise könnt ihr die stellen. Schickt einfach eure Nachricht im Vorfeld schon fürs nächste oder wenn ihr überhaupt Fragen an mich habt oder aber das Angebot nutzen wollt, schreibt mich einfach an. Beantworte jede Frage. Dauert manchmal ein bisschen länger, aber die Antwort kommt garantiert. So, Florian, auch dein Feierabend ist jetzt eingeläutet. Alles gut, alles gut. Die Stunde verging wieder so schnell. Das ist krass. Ja, wenn man dir zuhört, dann macht zack, ist vorbei. Ja, dann muss er wieder rechtzeitig aufwachen, Florian. Deswegen. Alles passt schon. Ja, Okay, ich danke dir auch. das nächste AT-Webinar Help, das haben wir doch am, ich gucke mal schnell auf den Kalender hier, 21. April. Mein Gott. Da sind wir schon fast im mittleren Frühling drin. Wunderbar. Okay, die Aufzeichnung, ja, die kommt ja dann und dann könnt ihr euch das alles nochmal anschauen. Genau. Von meiner Seite aus wünsche ich euch einfach einen schönen Abend, genießt die Zeit und ihr bleibt sicher, vor allen Dingen was das Geld angeht und gesund, ne? Das ist das Wichtigste. Dem kann ich mich nur anschließen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und ich würde einfach sagen, Carsten, ich wünsche dir einen schönen Abend und dann hören wir uns und hoffentlich auch die Teilnehmer beim nächsten Helpdesk-Webinar auf jeden Fall wieder. Ja? Sehr gerne. Macht's gut. Ciao.